Das Topspiel der Kreisliga A2 Dortmund. Tabellenführer Blau-Weiß-Ahlstätte ist zu Gast auf dem Aschenplatz bei Garmin 2474, dem direkten Verfolger. 12 Punkte trennen beide Teams in der Tabelle. Das liegt auch an Nico Christiansen, der am vergangenen Spieltag gegen Preußen 07 zwei späte Joker-Tore erzielte und so den zweiten Punktverlust abwendete. Diese Serie will Ahlstätte in den blauen Trikots ausbauen, doch sie sehen eine starke Anfangsphase der in Rot gekleideten Gastgeber Osman Kumak mit der ersten Torannäherung für Garmin. Es geht weiter in eine Richtung. Özkan bekommt den Einwurf, legt ab, sucht sich den freien Raum auf der rechten Seite, bekommt diesen auch. Der Ball gelangt wieder zu Özkan, der legt auf für Elitok, der rutscht in der Asche aus und verfehlt mit seinem Standbein das Tor. Der Untergrund macht aber vor allem dem Tabellenführer das Leben schwer. Garmin viel schneller und viel präziser im Angriff. Der Ball kommt zu Hakan Ustun, der hält drauf, doch Torben Krause im Tor hält den Kasten sauber. Bereits 6-mal war er in dieser Saison mit weißer Weste. Freistoß für Garmin, Osman Kumak mit der Chance und boom! Was für ein Freistoß, 1:0 für Garmin. Ein wunderbarer Freistoß ins obere linke Eck und dieser färbt die weiße Weste von Krause in Ascherot. Osman Kumak, drittes Saisontor und das lässt sich in der Zeitlupe genießen. Danach geht es in die verdiente Pausenführung. Zweite Spielhälfte, andere Spielhälfte, selbes Bild. Ahmed Karaduman zieht ab ohne Erfolg. Trotzdem bleiben die Gastgeber weiterhin bestimmend, was die Offensivaktionen angeht. Kirmas bekommt den Ball im Mittelfeld und macht sich auf den Weg Richtung Strafraum. Überläuft Rumpf, zieht rein, bleibt an Steuer hängen und Marco Schanz zeigt auf den Punkt, es gibt Elfmeter für Garmin und den kann man durchaus geben. Halil Elitok mit der Chance zur Erhöhung, die nutzt er, 2:0 für Garmin. Das fünfte Tor für Elitok. Den Gästen droht die erste Saisonniederlage, aber sie haben die Qualitäten, spät zu treffen. Gegen Preußen 07 haben sie das bewiesen. Der Freistoß wird zunächst rausgeköpft, Garmin kann den Ball aber nicht kontrollieren und so landet der Ball bei Nico Christiansen. Ahlstätte kommt zurück in die Partie. Nico Christiansen, der Mann des vergangenen Spieltages, mit dem dritten Tor in der Saison für ihn und ein wichtiges für die Schlussphase. Daraufhin kassiert Garmin eine gelb-rote Karte. Dazu wird das Spiel für 10 Minuten unterbrochen, da ein Besucher am Spielfeldrand negativ auffällt. Die Situation regelt sich daraufhin, so können die Fans die Schlussphase bei bestem Wetter genießen. Die Nachspielzeit, Ecke für Ahlstätte. Die kommt gut und punktgenau auf Splitgerber. Tor, der Ausgleich in der letzten Minute der Partie. Unglaublich. Blau-Weiß bleibt unbesiegbar. Wenn auch diese Erkenntnis erst ganz spät kommt, was für eine Art, sein erstes Saisontor zu erzielen. Lukas Splitgerber rettet die ungeschlagene Serie für Blau-Weiß. Was für ein Finale in diesem Topspiel. Danach ist Schluss. Blau-Weiß holt einen Punkt und hält den Vorsprung. Das war vor dem Spiel das Minimalziel. So hat Tim Hermes es am Mikrofon von Magdalena Austermann gesagt. Wir sind auf jeden Fall super zufrieden. Das war unser Minimalziel, einen Punkt zu holen, weil wir so den Gegner auf Abstand halten. Das ist uns gelungen. Ja, ich denke mal, alle, die das Spiel geguckt haben, haben gesehen, dass es kein Leckerbissen war. Ist natürlich auch ein bisschen dem Untergrund geschuldet. Wir wollten einen Kampf zeigen, Moral beweisen, Wille zeigen. Und ich denke, das ist uns in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gelungen. Eigentlich kommen wir über spielerische Qualitäten. Das kannst du natürlich auf so einem Platz nicht machen. Und wir mussten dann viel mit langen Bällen agieren. Leider hat es in der ersten Halbzeit überhaupt nicht geklappt. In der zweiten Halbzeit lief es dann etwas besser. Ich denke mal, durch die rote Karte sind wir dann wieder ins Spiel gekommen und haben dann im Endeffekt glücklich hier ein Unentschieden mitgenommen. Ein Topspiel mit dramatischem Ende. Bitter für Garmin, ein starkes Spiel der Gastgeber. Aber Ahlstätte untermauert den Status als souveräner Tabellenführer in der Kreisliga. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.